Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal in der frischen Natur. Wir müssen entschuldigen wegen den Hintergrundgeräuschen. Ich bin gerade im Wald und dort läuft eine Autobahn dran vorbei. Ja, was gibt's Neues? Ich habe mich mit meiner Vermieterin geeinigt und sie lässt mich nächsten Monat ausziehen. Die Kündigung, die sie mir geschickt hat, ist nicht rechtens, da ihre Nichte nicht zu ihrer direkten Verwandtschaft gehört. Nämlich bei Eigenbedarf gilt nur Eltern und Kinder. Das habe ich ihr natürlich nicht gesagt, so komme ich halt schneller aus der Wohnung raus, um eher zu meiner Freundin zu kommen. Ja, wir sind jetzt schon dabei, die Wohnung zu renovieren und fangen halt auch nächsten Monat an umzuziehen. Und halt wieder die ganzen Behördengänge, da habe ich ja schon überhaupt keinen Bock für, weil das ist einfach nur stressig und es ist heutzutage auch immer schwieriger und komplizierter, finde ich, in meinen Augen. Ein paar kleine Zweifel habe ich halt noch. Ich habe halt Angst, dass es wieder nach hinten losgehen könnte. Aber sie ist halt anders wie meine letzte und da bin ich halt etwas positiver gestimmt für sowas, um das Risiko einzugehen. Tja, was heißt das? Es kann sein, dass dann die nächste Zeit ein bisschen weniger Videos kommen, da ich dann halt mit dem Umzug beschäftigt bin, bis dann das ganze WLAN wieder geht, dass der Internetanschluss gelegt worden ist, bis alles eingerichtet ist, bis alles aufgebaut worden ist, bis alles rübergefahren worden ist, bis die Übergabe gemacht worden ist. Das ist halt nächsten Monat purer Stress. Nebenbei gehe ich halt noch arbeiten. Noch so eine kleine Geschichte nebenbei. Ich bin mal vor 5 Jahren angehalten worden von der Polizei. Ich kam gerade von der Spätschicht abends nach Hause gefahren. Und ich hatte noch so 1 Kilometer bis zu mir nach Hause. Und dann kam hinter mir, ich bin dann so einen Parkplatz vorbeigefahren. Die Polizei kam raus und hat natürlich dann bitte Folgen angemacht. Also so, dass man so einen Rückspiegel lesen konnte. Hab natürlich da nicht drauf reagiert, weil ich dachte, warum soll ich jetzt anhalten und mich mitten am Straßenrand stellen, wenn ich noch 1 Kilometer bis nach Hause habe. Also bin ich halt nach Hause gefahren. Ja, die haben halt da Lichthupe gemacht und halt, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Bin halt natürlich dann zu mir nach Hause, bin dann ganz gemütlich auf meinen Parkplatz gefahren, habe mir dann noch schön Zeit gelassen, bis ich ausgestiegen bin. Und kam natürlich dann wieder die dumme Frage, allgemeine Verkehrskontrolle, ja, das ist so das Übliche. Dann kam die Frage, wo ich herkomme. Ja, ich sagte, wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus, als würde ich aus einer Kneipe kommen. Ich würde sagen, natürlich, abends um 11 Uhr in Arbeitsmontur komme ich aus der Kneipe. Dazu muss man halt sagen, dieser Polizist, ja, der war vielleicht ein Jahr älter wie ich. Ich war damals 26 oder so. Und seine Kollegin dann auch, sie würde dann gern mal den Fahrzeugschein und Führerschein sehen und ich dann so ganz frisch geantwortet, mein Auto steht jetzt bereits, ja, auf meinem Grundstück, ihr seid gar nicht dazu berechtigt, eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Ja, doch, sie wären, ich hätte ja nicht angehalten, hätte auch nicht reagiert. Dann habe ich gesagt, ich gucke ja auch nicht immer in den Rückspiegel, wer da mir Lichthupe gibt, weil das juckt mich ja nicht, was hinter mir ist. Wenn einer was will, soll er sich vor mich setzen. Das war halt schon so die erste freche Antwort von mir. Weiterhin ging es dann darum, ja, natürlich wieder die Papiere fürs Fahrzeug, ja, ist das und das, dann habe ich halt alles in die Hand gedrückt, konnten sie wieder nichts finden und dann halt gefragt, wo im Verbandskasten Warndreieck, da habe ich dann ganz frech gefragt, wollen sie das aus dem Auto sehen oder das, was ich in der Garage habe, ja, da hat er mich natürlich dann schon blöd angeguckt. Ich war halt dann so frech, bin in die Garage gegangen, habe gesagt, hier hast du Verbandskasten, da hast du ein Warndreieck. Hab dann noch so frech gefragt, hat damals von Cabrio. Ja, ich sagte, wollen Sie vielleicht auch noch von denen die Fahrzeugpapiere sehen und den Verbandskasten? Und dann hieß es, ja, ich soll mal nicht frech werden. Dann habe ich gesagt, ich finde das schon alleine Frechheit, mir nachzusagen, ich würde aus einer Kneipe kommen, obwohl ich in Arbeitskleidung bin. Und dass man mit solchen Aussagen aufpassen sollte. Natürlich hat er mich dann gefragt, ob das eine Drohung war. Dann habe ich gesagt, das war keine Drohung, das war eine Auffassung und dass sowas auch zu einer Dienstbeschwerde führen kann. Er war dann halt, hat halt dann gelacht. Ich habe damals den
Polizeichef von diesem Revier gekannt. Und dann habe ich gesagt, ich kann mal gern den und den anrufen, ja, und dann kann der dich mal sehr nett ins Büro bitten und dann mal schauen, ob du nachher dann immer noch so frisch bist. Ich hatte ja dann damals meinen Hund zu Hause gehabt und ich habe dann gesagt, oh ja, ich muss dann mal meinen Kampfhund rauslassen, weil der muss auch mal. Und dass er halt Polizisten nicht ausstehen kann und Leute sowieso nicht in Uniform, ja, und war halt schon ganz komisch, wie sie mich angeguckt haben. Und dann ging natürlich schon so 20 Minuten ins Lange und habe gesagt, ich würde jetzt gern reingehen. Für mich ist jetzt die Verkehrskontrolle vorbei. Ja, ihr könnt sowieso nichts nachfinden und ich bin sowieso auf meinem Grundstück. Ja, dann war eigentlich damit die Sache gegessen. Ja, die haben schon reingehockt, haben noch einmal gedreht, haben dann ganz komisch nochmal ganz langsam mein Haus vorbeigefahren, nochmal dumm geguckt. Ich natürlich dann mit meinem Hund dann noch freundlich zugewinkt und dann waren sie halt auch weg. Also. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Polizisten vor 10 Jahren waren deutlich besser drauf, ja, und waren nicht so anstrengend wie die heutigen. Ich finde das ja schön und gut, dass die Kontrollen machen, aber man kann es auch irgendwo ein bisschen übertreiben. Ja, so viel mal dazu. Was mir noch am Herzen liegt, ich sehe halt auf meinen YouTube-Infos, dass zwar viele meine Videos gucken, aber halt kein Abo dalassen. Ich würde mich halt darüber freuen, wenn ihr dann auch darüber halt ein Abo dalassen würdet. Da würdet ihr mir damit helfen, den Kanal. Und ansonsten hören wir uns bis zum nächsten Mal.